Hallo ihr Lieben, heute machen wir meinen Lieblingssalat und der ist aus roter Beete. Die ist entweder gekocht oder im Backofen gekocht, gegart oder ihr kauft einfach diese vakuumierte und dazu mache ich Essig rein. Die Beete habe ich gehobelt. Jetzt kommen zwei geraspelte Möhrchen. Eine Paprika, so Spitzpaprika ist das. Zwei Staudensellerie. Zwiebel, die sind ein bisschen in Essig eingelegt. Äpfelchen. Die sind auch gehobelt in so ein bisschen gröberen Stücken, in ein Esslöffel Zucker und ein Esslöffel Limettensaft habe ich jetzt verwendet. Und hier habe ich die Tunke, in der ich das anmachen will. Das ist ja Creme Fraiche 100 Gramm, 80 Gramm Joghurt und Mayonnaise 150 Gramm. Das vermischen wir jetzt. Et voilà, das war's schon. Also, ich wünsche euch guten Appetit und bis bald, ihr Lieben.